Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohngebiet der zweitgrößten kolumbianischen Stadt Medellin sind am Montag 8 Menschen ums Leben gekommen. Diese Aufnahmen zeigen Feuerwehrleute im Viertel Belén Rosales, die versuchen, Brandherde auf umliegenden Dächern zu löschen. Der Bürgermeister der Stadt, Daniel Quintero, sagte, es seien 8 Menschen an Bord gewesen, alle seien ums Leben gekommen. Sie hätten von den Behörden noch vor Ort identifiziert werden können. Die kleine Maschine sei in 3 Teile zerbrochen, die mindestens 6 Gebäude getroffen hätten. Es wurde für ein paar Sekunden ganz ruhig, dann gab es einen Schlag, wie ein Beben, als ob eine Bombe explodiert wäre. Man konnte die Vibrationen spüren, so Juan Fernando Diaz, ein Nachbar. Nach Angaben der kolumbianischen Zivilluftfahrtbehörde befand sich das Flugzeug vom Typ PA-31 auf der Strecke zwischen Medellin und der Gemeinde Pizarro im Departamento Chocó, ganz im Westen des Landes. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Unfalls zu klären.